Hallöchen, mein Lieben, und willkommen zu unserem Urlaubsvlog Teil 1. Ja, für uns geht es übermorgen in den Urlaub und ich bin gerade fleißig am Koffer packen. Und dabei wollte ich euch so ein bisschen mitnehmen, damit ihr ungefähr wisst, was ich mitnehme. Ich habe jetzt schon soweit alles gepackt, das heißt, das erspart ihr euch. Ich zeige euch jetzt also einfach ganz genau, was ich einpacke in den Koffer, habe schon alles vorbereitet. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Urlaubsvlog Teil 1. Hier bei June habe ich schon einiges in das Bett gelegt, was wir so mitnehmen. Aber ich zeige euch das gleich nochmal ganz genau, wenn wir das in den Koffer reinräumen. Und auch hier bei Lia habe ich schon einiges zurechtgelegt. So, hier steht auch schon der Koffer. Und hier sind die Sachen für Lia, die ich jetzt rausgelegt habe. Die Outfits der Kinder habe ich immer hier in so kleine Pakete geschnürt. So können wir das dann im Urlaub direkt einfach aus dem Koffer rauspacken und es ist fertig. Ich habe hier einmal ein Oberteil natürlich drin. Ein relativ warmes Oberteil natürlich, es wird relativ kalt. Dann ein Unterwäschepaket. Ja, Langarm-Shirt ist jetzt hier noch dabei und eine Hose. Und so haben wir immer alles parat im Urlaub. Erstens, die Outfits sind schon fertig. Das heißt, wir brauchen uns morgens nicht überlegen, okay, was ziehen wir an. Und es ist natürlich schon alles hier parat und wir nehmen nicht so viel mit. Ich habe halt jetzt 6 Outfits eingepackt für die Große. Wir fahren 5 Tage weg und ich dachte, ein Backup-Outfit ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und dann war es das auch. Mehr brauchen wir denn nicht. Sonst haben wir immer richtig, richtig viel, viel zu viel mitgenommen. Ich habe hier außerdem noch ein kurzes Outfit, falls es doch wärmer wird als gedacht, was ich nicht glaube, habe ich hier noch mal ein kurzes Outfit. Noch ein bisschen Ersatzunterwäsche und hier noch Socken und 2 Strumpfhosen. Und mehr nehmen wir für die Große auch schon gar nicht mit. Das packe ich jetzt hier einmal in den Koffer ein. Alles. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das immer so macht. Also wir machen das jetzt das erste Mal mit diesen vorgefertigten Outfits und ich denke, das könnte eigentlich echt ganz gut klappen, dass man halt echt nicht so viel mitnimmt und dass man halt auch einfach nicht so übertreibt. So, ich merke aber dennoch, dass es mit dem Platz, glaube ich, ganz schön knapp wird. Klein. Sie übrigens die ganze Zeit. Denn hier müssen jetzt noch Junes kompletten Sachen hin. Weil die Seite wollte ich eigentlich nur für Mama und Papa. Und für den ganzen anderen Rest, ne? Kulturtaschen, Windeln und sowas. Wir brauchen ja einfach nicht so viel wie Erwachsenen. Bei den Kindern weiß man nie, wie oft die sich einsauen. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, da zu packen. Aber ich denke, so sind wir mit Lia auf jeden Fall auf der guten Seite, auf der sicheren Seite. Und jetzt packen wir mal Junes Sachen ein. Juna hatte ich ja bereits hier schon alles vorbereitet. Ich habe hier auch noch 2 Bademäntel. Einmal Lias, einmal Junis. Windeln natürlich, da nehme ich jetzt einfach ein Paket mit auf gut Glück. Ich habe ungefähr ausgerechnet, dass wir 20 Stück brauchen und hier sind 23 drin. Also auf gut Glück nehmen wir jetzt einfach mal nur ein Paket mit. Man kann ja auch immer neue kaufen dort. Übrigens wickeln wir nicht mit Stoff. Auch schon seit 3 Tagen nicht mehr, weil ich jetzt keine Stoffwindelwäsche mehr haben wollte, bevor wir in den Urlaub fahren. Und im Urlaub ist es einfach einfacher. Und da mache ich es mir auch gerne einfach. Deswegen hier einmal Wegwerfwindel. Dann habe ich auf jeden Fall die beiden U-Hefte der Kinder dabei. Da sind auch die Impfpässe und die Karten drin, die versicherten Karten, falls irgendwas passiert. Hier haben wir Junis-Klamotten, das zeige ich euch gleich. Unsere Reiseapotheke, da kann ich euch gleich auch gerne nochmal den Inhalt zeigen. Unsere Aquatrage fürs Wasser, da ist ja auch ein Schwimmbad im Hotel. Ein Spucktuch und hier habe ich noch 2 Bettunterlagen für Lias Bett. Genau, und das war es auch eigentlich, was wir hier aus dem Kinderzimmer mitnehmen oder brauchen. Juni schiebt jetzt hier ihre Ente. Das ist so süß, ne? Die zum Geburtstag bekommen. Richtig süß, Schätz. Lia ist übrigens im Kindergarten. Quack, 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 quack. Oh, ist das goldig. Ich mach sie gerade das erste Mal. So, aber jetzt werde ich erstmal die Sachen mit rübernehmen. Ich denke, ich werde erstmal die Klamotten von June mitnehmen. Damit wir die schon mal sicher verstauen. So. Und das sollte alles reinpassen im Koffer noch. Bei Lias Seite. Naja, schauen wir mal, ne, ob das was wird. So. So, zack.
Also, ich zeige euch das auch gleich nochmal, was ich mir bei June da gedacht habe. Ist natürlich auch ein bisschen mehr, weil June natürlich auch einfach noch ein Baby ist. So, ich hoffe, das mit dem Licht passt. June spielt hier nebenbei. Ist gar nicht so einfach heute hier mit ihr. Genau, also das sind jetzt Junes Sachen, die ich rausgesucht habe. Ich habe hier jetzt mich für 5 Outfits entschieden. Die sind auch wieder komplett geschnürt, wie ihr seht. Alles schon mit drin, Bodyhose, Oberteil oder hier Latzhosen, Bodies, alles direkt schon gepackt. Ich habe jetzt hier noch 4 Backup-Outfits, einfach weil ich natürlich weiß, wie oft June sich beim Essen zum Beispiel den Body einsaut oder das Oberteil einsaut oder wenn man die Windel ausläuft. Deswegen habe ich jetzt hier so Body-Outfits, also ein Body und Hose. Man kann natürlich dann entweder hier noch von irgendwie einen Pullover nehmen, wenn sie den nicht eingesaut hat, oder halt die Sachen so anziehen. Deswegen habe ich hier einmal 4 Body-Outfits, wie gesagt, immer nur mit Body und Hose. Ein Outfit, falls es warm wird, ist es Kurzarm. 2 Schlafanzüge, 2 Mützen, eine dünne und einmal ihre Sommermütze. 2 dicke Strumpfhosen und 3 Paar Socken. Socken trägt sie ja fast nie, sie zieht sie einfach immer aus. Deswegen reichen bei ihr auf jeden Fall 3 Stück. Und einmal ihre Jacke habe ich eingepackt. Es kommt noch eine andere Jacke dazu. Das ist jetzt hier so eine Art Cardigan eher. So eine relativ dünne Jacke. Aber wir nehmen natürlich noch ihre andere Jacke mit und auch die Vike Overalls. Das zeige ich euch aber dann später. Das ist jetzt erstmal das, was ich aus dem Kinderzimmer mitgenommen habe. So, es hat tatsächlich alles reingepasst heute. Schaut mal. Sogar die Jacke und einen Bademantel habe ich hier noch reinbekommen. Und ich denke, wenn ich Lias Bademantel so oben drüber lege, passt er da auch noch rein. Und dann haben wir echt super, super viel Platz gespart. Also beim letzten Urlaub, da haben die Kinder fast den kompletten Koffer gebraucht. So, und zu die Kiste. Klasse, beide Bademäntel auch noch drin gekriegt. So, dann geht es natürlich weiter mit den anderen Sachen. June bedient sich schon an den Windeln, habe ich euch ja gerade schon alles gezeigt, was wir mitnehmen. Jetzt wollte ich euch nur noch kurz einmal unsere Reiseapotheke zeigen, was wir da so mitnehmen jedes Mal. Es ist auch eigentlich immer alles gleich. Genau, wir haben 9 June. Nasentropfen, Zäpfchen für die Kinder, Schmerztabletten für uns Erwachsene, Nagelschere, Fieberthermometer, Phenestilgel, Bäuchleinsalbe, Kochsalzlösung, Sonnencreme. Diese Creme hier kann ich absolut empfehlen, die ist mega. Und dann auch wieder hier von Böb unsere beiden Cremes. Jetzt kommt noch der Fiebersaft dazu und dann haben wir eigentlich alles. So, der Koffer steht, denn es ist alles soweit eingepackt. Ich habe jetzt auch noch für mich gepackt. Ich bin eigentlich immer so ein Typ, der so, ja, am letzten Tag packt. Aber ich habe jetzt auch noch für mich eingepackt und das zeige ich euch jetzt auch mal kurz. Lia ist übrigens auch vom Kindergarten wieder da und Lia hat gebastelt. Willst du mal zeigen? Wow, sie hat ihren kompletten Bastelkoffer angeklebt. Zeig mal hier vorne. Oh, wow. Klasse. Den Bastelkoffer haben wir gestern bei Aldi gefunden. Richtig toll. Hat sie auch natürlich direkt genutzt. Und seit gestern die ganze Zeit am Basteln, ne? Ja, was ist da drauf? Blume. Eine Blume, genau. Und was noch? Eine Sonne. Genau. Und Rasen. Genau, super klasse. Und auf der anderen Seite ist, was ist das? Und das ist ein Hase. Und eine Ente. Und ein Fuß. So, jetzt wollte ich mal kurz in den Koffer gucken, ne? Mhm. Tatsächlich ist da auch gar nicht mehr so viel Platz drin. Ich habe nur noch ganz, ganz wenig Platz für Papa gelassen. Oh. Papa muss sich also ein bisschen verkleinern. Sonst nimmt er nämlich immer viel zu viel mit. Das brauchst du nicht zum Schwimmen. Nee, aber das brauche ich zum Schwimmen. Badeanzug. Ja. Also das ist die Kinderseite jetzt. Und das hier ist die Elternseite. Genau, und die Kinderseite hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt. So, ich habe den ganzen hingeworfen hier. Also hier habe ich jetzt noch das Spucktuch und sowas alles reingetan hier in die Seite. Und in diese Seite sind jetzt alle Kindersachen drin. Und hier haben wir nur die Elternsachen. Hier vorne, wo halt noch frei ist, kommen halt Felix-Sachen hin. Da muss er sich halt echt ein bisschen zusammenreißen. Weil hier sind nämlich auch noch die Windeln von Julia. Ja, da kommen Papas Sachen. Genau, und hier sind meine Sachen. Ich habe mich auch sehr beschränkt. Genau, Schwimmsachen, Unterwäsche und sowas ist halt alles dabei. Also ich habe jetzt auch eigentlich alles für die Kinder, außer die
Außer die Schwimmsachen, die müssen wir jetzt gleich noch suchen. Lia, weißt du, wo unsere Schwimmsachen sind? Oder eure? Weißt du, wo die sind? Ja. Schau mal. In meinem Schrank. Ja, dann geh mal gucken schnell. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch die Schwimmsachen für beide Kinder. Das kann ich schon mal einpacken. Ja. Und wir wollten noch so eine kleine Spielzeugtasche machen, wo die Kleinen halt Spielzeug mitnehmen können. Und jetzt lassen wir mal überlegen, genau, halt Jacken, Bike-Overalls, Lia soll ihren Softshell-Overall noch mitnehmen, falls sie da draußen spielt, weil wir haben halt richtig ekliges Herbstwetter hier und ich denke, das wird nicht besser nächste Woche. Den Esel auch mitnehmen, okay, super. Ja, zum Schlafen. Ja, okay. Und die Flasche auch. Ja, zum Schlafen. Okay, die ist übrigens von H&M. Ja, jetzt müssen wir aber erstmal schauen, ob wir eure Schwimmsachen finden, weil die sind ganz, ganz wichtig. Mama, sonst können wir da nämlich nicht schwimmen. Das ist natürlich auch ein... Ja? Nein, der Schwimmanzug ist nicht in meinem Wir gucken mal. Ich glaube, die sind noch auf der Wäscheleine vom letzten Schwimmen. Ich glaube, die sind hier noch auf der Wäscheleine. Wir schauen mal schnell. Lia hat hier nämlich einen mit Paw Patrol. Den kannst du schon mal mitnehmen. Und hier ist Younes. Juna ja, hat so einen hier. So, wir müssen auch gleich schnell wieder raus hier, weil das mit dem Licht passt hier schon wieder. Juna hat hier auf jeden Fall noch die Schwimmwindel, die brauchen wir auch noch. Die Schwimmwindel, genau, die brauchen wir auch noch. Klasse. Ja, und dann haben wir alles schon. Den Rest brauchen wir nicht hier, aber dann können wir direkt mal auskippen, kann ich das gleich einmal zusammenlegen hier. Die Wäsche stehen, weil dann haben wir schon mal einen Wäschekorb, stehen noch zwei andere. Genau, ja, morgen ist... Ganz, ganz viel Haushalt noch an der Reihe. Ja, wir packen das ein. Ich schau mal, ob wir hier noch irgendwie Platz haben. Moment. Hier kriegen wir das vielleicht noch mit rein. Ja, für euch. Guck, wenn du das hier so in die Seite stopfst. Stopf das mal hier so rein, Schatz. Soll ich machen? Okay. So, guck mal, passt noch rein. Klasse! Einschlagen. Checker. Genau, jetzt suche ich gleich nochmal schnell die Overalls zusammen. So, ich stelle euch mal kurz hier hin. Also, jetzt suche ich gleich nochmal schnell die Overalls alle zusammen. Die sind eigentlich unten, müssen die sein. Dann muss ich gleich nochmal oben an Junes Schrank. Da haben wir nämlich noch, da wollte ich noch einen Fußsack runterholen für den Kinderwagen. Den wollte ich sowieso heute. Den wollte ich heute sowieso einmal in unseren Kinderwagen packen, weil es wird doch ganz schön kalt draußen. Ich muss hier gerade mal kurz ein Gewinnspiel bei Instagram posten. Bei Instagram könnt ihr mir übrigens auch gerne folgen, da heiße ich genauso wie hier. Der Account ist auch immer gut gefüllt. Ganz, ganz vielen tollen Sachen. Genau. Also Maggie-YouTube heiße ich da. Und da kommt immer ganz, ganz viel. Jeden Tag. Genau, da poste ich jetzt gerade einmal ein Gewinnspiel. Genau, also, die Kinder sind soweit fertig. Kosmetik und sowas kommt natürlich morgen dazu. Natürlich. Sonntag. Sonntag früh kommt das alles dazu. Sonntag früh fahren wir ja. Wir nehmen euch übrigens natürlich wieder einen Vlog mit. Den vom letzten Jahr verlinke ich euch mal hier. Oder da, glaube ich. Genau da. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Lia packt jetzt June in den Koffer ein übrigens gerade. Auch süß. So. Genau. Thema Kinderwagen müssen wir auch noch schauen. Ja, mein Schatz, Moment. Kinderwagen müssen wir auch noch schauen. Da weiß ich jetzt nicht, welchen wir mitnehmen. Oder ob wir den Bollerwagen mitnehmen. Das Problem ist eher platztechnisch ist eher das Problem. Was, den Bollerwagen? Ja. Ja. So, Lia will noch einmal den Esel zeigen, bevor wir den jetzt gleich einpacken. Der ist überall Aua. Und guck mal, hier hat er sogar ein Wasser bekommen. Oh ja. Das machen wir jetzt mal, ne? Koffer wieder zu. Die Overalls einpacken. Und da oben einmal einen Fußsack runterholen. Dann überlege ich mal, welchen. Ich glaube, ich nehme den mit den Blumen. Das auch. Den können wir auch. Den kannst du da noch einpacken, wo noch Platz ist. Ja, und sonst, wie gesagt, brauchen wir noch ein bisschen was an Spielzeug, aber das packen wir in so eine extra Tasche, einfach so einen kleinen Beutel, damit die Kinder sich da beschäftigen können. Was wir auf jeden Fall auch brauchen, sind ein paar Spiele, weil das war letztes Jahr, als wir da waren, das war auch, als es so kalt war, konnte man halt nicht raus, also nicht so viel.
Und da war es echt langweilig dann nachher im Hotel. Und deswegen wollen wir auf jeden Fall ein paar Spiele noch einpacken und sowas, dass wir halt mit den Kindern auch gut spielen können. So, da reibt sich gerade jemand ganz, ganz doll die Augen. Die ist nämlich schon fertig fürs Bett gleich. Ich habe jetzt den Fußzeug einmal runtergeholt. Das ist dieser hier, den hatten wir damals schon bei Lia. Das sieht man hier auch. Genau, der ist echt mega toll. Ich kann mal schauen, wo ist denn hier nochmal das Schild genau. Der ist von Mancherie. Also wirklich tolle Fußsäcke, wir lieben die total. Und auch die Designs immer richtig, richtig süß hier. Ich glaube aber, der ist ein bisschen dick noch. Ich bin mir so unsicher. Die anderen sind genauso dick. Also da haben wir keinen, der irgendwie dünner ist. Okay. Ja, das macht sie seit heute. Die ganze Zeit, die klettert sie mir hier rauf. Jetzt überlege ich, ob ich einfach so eine richtig dicke Wolldecke mitnehme. Hier sowas. Aber da strampelt sie sich halt immer runter. Das ist halt total nervig. Ihr beide, was meint ihr da? So, wegen dem Fußsack quatsche ich einfach nachher nochmal mit Felix, was er meint. Kinder wollen jetzt hier einmal in dem Bettchen spielen. Genau, also da schaue ich dann nochmal, wie wir das am besten machen. Und jetzt suche ich erstmal kurz fix die Overalls raus. So, ich bin jetzt hier im Flur unten und habe gerade die Sachen rausgesucht. Also das hier ist Yunus Overall, den hatte ja Lia schon als Baby. Dann habe ich hier Lias Overall. Dieser Größenunterschied. Wahnsinn. Genau. Die beiden nehmen wir auf jeden Fall mit. Lias Mütze. Juna hat auch noch eine Mütze. Die muss ich gleich nochmal schnell suchen. Und unsere Trage nehme ich auf jeden Fall auch mit. Die tue ich jetzt gleich einmal zusammenbinden. Und dann packe ich das hier in diese Tasche. Das wird dann unsere Outdoor-Tasche, wo wir diese Sachen reinpacken, weil wir brauchen das halt nicht immer. Also die Kinder brauchen halt nicht immer so ein Overall an, aber wenn wir dann halt da draußen spielen oder sowas, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Deswegen kommt das auf jeden Fall mit. So, Overalls sind auch eingepackt. Ich finde Kofferpacken übrigens immer super anstrengend. Weil ich habe immer das Gefühl, ich vergesse irgendwas. Und ich möchte erst recht jetzt mit Kindern, möchte ich immer alles perfekt haben. Ja. Ja. So fängt es nämlich auch an. Das soll mit, das soll mit, das soll mit. Letztes Mal haben wir viel zu viel mit. Viel zu viel Spielzeug vor allem. So, ich muss jetzt Junibett fertig machen. Denn es ist auch schon 18.15 Uhr. Das heißt, June kann jetzt gleich ins Bett. Also ich bin halt trotzdem am Arbeiten. Mache euch natürlich trotzdem Vlogs auch. Einfach auch für uns als Erinnerung. Und natürlich kann ich nicht einfach alles niederlegen. Ne? Also eine Woche auf Social Media frei zu haben, ist reiner Luxus, den sich die wenigsten erlauben können und sich die wenigen Influencer erlauben, weil es einfach nicht möglich ist. Es ist einfach Fakt, dass wenn du ein paar Tage nichts postest, dass direkt Leute dir entfolgen. Und das finde ich unglaublich traurig. Und da muss man halt dann immer dabei sein. Und ich würde mir super gerne mal ein paar Tage einfach das Handy mal beiseite legen, wobei es mir auch unglaublich fehlen wird, glaube ich, weil es einfach immer automatisch passiert. Sobald etwas bei uns im Alltag passiert, was ich süß finde, was ich toll finde, wo ich das gerne teile, dann hole ich direkt mein Handy raus und zeige das euch. Und das gehört für mich auch einfach dazu schon. Die Kinder wissen das auch. Lia will auch immer alles zeigen, was sie neu gemalt hat. Ich habe es ja gerade gemerkt mit dem Bastelkoffer. Also sie ist halt immer direkt begeistert und möchte das euch auch zeigen. Und es gehört halt auch im Urlaub einfach mit dazu. Deswegen nehmen wir euch natürlich auch mit. Genau. So. Und ich freue mich einfach auch auf den Urlaub. Ich versuche ein bisschen, oh Gott, ein bisschen abzuschalten und einfach ein bisschen weniger zu machen. Aber ich denke, viel ist da nicht anders als hier ganz normal auch bei uns zu Hause. Nur, dass wir an einem anderen Ort sind. Sonst wird da nicht viel anders sein als hier zu Hause auch. Der Alltag ist ein bisschen anders. Man kommt mal raus. Und das allein reicht mir schon als Urlaub. So. Und bevor die beiden sich hier noch komplett eskalieren, beginnt jetzt unsere Abendroutine. Papa kommt gleich nach Hause, der hat heute seinen letzten Arbeitstag und dann hat er auch Urlaub. Und dann geht es auch schon übermorgen los. Wir nehmen euch natürlich mit am Sonntag direkt. Ich freue mich, wie gesagt, riesig. Ich liebe es, diese Urlaubsvlogs zu drehen und zu schneiden. Es macht mich jetzt schon unglaublich happy. Und ich freue mich auf alles, was ich für euch filmen kann. Und ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick schon mal gefallen hier in unser Kofferchaos.
Und dann, genau. Bis dahin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Vlog auch dabei. Tschüssi!